Im Süden Deutschlands endete der gestrige Pfingstsonntag mit Unwettern und Hagelstürmen. In Weiler im Allgäu bedeckte ein schwerer Hagelschauer in wenigen Minuten den gesamten Landstrich. Kurzzeitig wurde das Sommeridyll zur Winterlandschaft. Mit schwerem Gerät musste die weiße Pracht von Straßen und Wegen geräumt werden. Sturmböen und Starkregen sorgten auch in anderen Teilen des Landes für Überschwemmungen und umstürzende Bäume.